Die Eisenbahnlinie, die mich nach Wien führt, ist wahrscheinlich die, auf der mein Urgroßvater mütterlicherseits vor etwas mehr als einem Jahrhundert gefahren ist. Ich habe Wolf Leb Frenkel, meinen Urgroßvater, nicht gekannt. Und doch habe ich das Gefühl, etwas von ihm sei mir weitergegeben worden. Wie die beiden Kerzenhalter mit Griff, die bei mir zu Hause stehen, die er gemacht hat und die ich an Feiertagen anzünde. Da es keine Erinnerungen gibt, kann ich also auf der Grundlage von häufig nicht überprüfbaren Bruchstücken nur einen Blick auf das Imaginäre richten und aus diesem einzigen Grund das Kind werden, das ich gerne gewesen wäre, von einem Großvater bei der Hand gehalten und ihm schweigend beim Erzählen zuhörend. Er würde mir den Prater mit seinem Riesenrad zeigen, den Prater, wo er mir einen süßen roten Liebesapfel schenken würde, den Prater mit seinen Rufen und seiner Musik, den Attraktionen und Zuckerwatte. In dieser Stadt, die gastfrei alles Fremde aufnahm und gerne sich gab, wie Stefan Zweig in die Welt von gestern schrieb. Wenn ich nach Wien gekommen bin, so nicht nur, um das Grab meines Urgroßvaters wiederzufinden, sondern auch, weil die Vergangenheit, vor allem diese Vergangenheit, unsere Erinnerung braucht und die Toten unsere Treue.